Moin Moin, ehe es in diesem Video gleich um die öffentlichen Events geht, nur ganz kurz eine kurze Vorbemerkung. Dies ist sogleich das 500. Video auf diesem Kanal. Das ist eine gute Gelegenheit, allen Zuschauern und Abonnenten zu danken. So, jetzt aber ohne weitere Umschweife zum Thema öffentliche Events. Ihr findet sie in Destiny 2 fast überall auf der Erde, Titan, Io und Nessus. Es ist dabei in eurer Hand, ob ihr ein öffentliches Event einfach schnell abschließt oder daraus ein heroisches öffentliches Event machen wollt. Heroische Events werfen mehr Token für eure Fraktion ab und erhöhen obendrein eure Chance auf legendäre und exotische Engramme. In diesem 9. Video aus der Serie Neues in Destiny 2 zeige ich euch, was ihr dafür machen müsst, wie ihr also heroische Events aktivieren könnt. Bislang sind mir in Destiny 2 8 verschiedene öffentliche Events begegnet. Wenn ihr Tipps zu einem ganz bestimmten Event sucht, findet ihr die Sprungmarke in der Videobeschreibung. Und falls ich ein Event übersehen habe, bitte ich dafür um Entschuldigung, schreibt mir in diesem Fall bitte einen Kommentar. Das erste Event ist die Glimmer-Extraktion. Wenn ihr dem Funk genau lauscht, erfahrt ihr schon einen Tipp, was ihr machen müsst. Bei der Glimmer-Extraktion suchen Gefallene nach Glimmer. Eure Aufgabe besteht darin, sie daran zu hindern. Um das heroische Event zu starten, müsst ihr den Bohrer in jeder Landezone zerstören, bevor ihr alle Feinde besiegt. Die Bohrer haben also Vorrang. Es sind diese kleinen zähen Gebilde, die recht viele Kugeln schlucken. Wenn ihr die Bohrer zerstört habt, wechselt irgendwann das Ziel und ihr müsst den Glimmerhaufen im Kreis verteidigen. Der stärkste Gegner in dieser Phase ist der Paria Captain. Verteidigt den Kreis, um das heroische Event zu gewinnen. Das zweite Event Arsenal-Läufer beginnt so. Ein Läufer wird in der Mitte abgesetzt. Ringsherum sind von Energiefeldern geschützte Waffen zu sehen. Um an die Waffen zu kommen und das heroische Event zu starten, müsst ihr die Energiefelder deaktivieren. Zwingt den Läufer dazu zunächst auf seine Knie, indem ihr die Beine angreift. Er droppt daraufhin Arkus-Ladungen, die ihr zu den Generatoren neben den Energiefeldern bringt. Zwei solcher Ladungen deaktivieren ein Schild. Sind alle Schilde unten, habt ihr nicht nur Zugriff auf die mächtigen Waffen, sondern es startet außerdem das heroische Event und ein zweiter Läufer wird abgesetzt. Erledigt sie beide, um das Event abzuschließen. Das dritte Event, Äthernachschub, ist relativ einfach zu erklären. Zerstört die kleinen Servitoren, die den großen Servitor zu schützen versuchen. Und zwar so schnell wie möglich. Sind sie alle hinüber, beginnt das heroische Event. Es unterscheidet sich vor allem durch die stärkeren Gegnerwellen vom normalen Event. Zerstört den Primus Aether Servitor, um dieses Event abzuschließen. Beim vierten Event Kabal-Ausgrabung versuchen die Kabale mit einem Bohrer in die Erde zu buddeln, woran ihr sie hindern müsst. Wenn ihr hier innerhalb des weißen Kreises steht, achtet auf die roten Markierungen auf dem Boden. Dort schlägt gleich der Laserbohrer ein, der euch sofort tötet. Um das Event in ein heroisches zu verwandeln, müsst ihr das Versorgungsschiff zerstören. Ihr habt dafür zwar eine gute Weile Zeit, allerdings dürfen die Mitspieler in der Zwischenzeit das Event nicht abschließen. Holt das Schiff also so rasch wie möglich vom Himmel und besiegt anschließend den nicht ganz ungefährlichen Ausgräber wahllos.
Das fünfte Event Hexenritual habe ich nur auf Titan gefunden. Um das heroische Event zu starten, achtet auf die beiden Kreise auf dem Boden. Betretet ihr so einen Kreis, könnt ihr eine der weißen Blasen seitlich des Portals zerstören. Besiegt nun den Abyssal Champion, um das heroische Event erfolgreich zu beenden. Beim sechsten Event Bau der Vex müsst ihr verhindern, dass die Vex zur mittigen Säule laufen und mit ihr verschmelzen. Die heroische Version startet ihr, indem ihr in diese Kreise springt und diese Position so lange haltet, bis ihr den Kreis vollständig erobert habt. Habt ihr alle drei Kreise erobert, startet das heroische Event und beschert euch stärkere Gegner. Verhindert, dass so viele Feinde bis zum Ablauf der Zeit zur mittigen Säule laufen, um das Event erfolgreich abzuschließen. Beim siebten Event Besessenen Fäule seht ihr einen geschützten Fäuleball sowie seitlich davon Fäulebereich, aus denen Gegner strömen. Ich nenne sie mal Fäulekegel. Lasst die Gegner in Ruhe und lauft stattdessen in einen dieser Fäulekegel. Dadurch erhaltet ihr für 5 Sekunden den sogenannten Fäulerückzug. Das ist ein Buff, mit dessen Hilfe ihr durch den Schutzschild des Fäuleballs feuern könnt. Richtet ihr hier genug Schaden an, und ich meine eine Menge Schaden, dann schließt sich der Fäuleball und das heroische Event beginnt. Ihr müsst nun den Fäulebringer besiegen, um das Event zu gewinnen. Das Hauptproblem ist hier, dass Mitspieler auf die Gegner töten oder die Fäulekegel schließen, wodurch es schwer wird, das heroische Event rechtzeitig zu starten. Das achte und wohl schwierigste heroische Event ist die Einspeiseanlage. Schaut hier auf die Klappen, die orange leuchtende Generatoren schützen. 3 der Generatoren sind oben und mittig installiert, außerdem gibt es noch einen am Fuß der Anlage. Sobald sich die Klappen öffnen, feuert hart und schnell hinein. Zerstört alle Generatoren, um das heroische Event zu starten. Die Klappen öffnen sich immer dann, wenn ihr den markierten Infiltrator Psion getötet habt. Bedenkt dabei, dass nur wenige Psion spawnen und ihr rasch Gesundheit verliert, solange die Klappen geöffnet sind. Allein ist das kaum zu schaffen und selbst mit Mitspielern gelingt es oft nicht, das heroische Event zu aktivieren. Klappt es aber, ist der eigentliche Boss kaum noch ein Problem. Ja, ich hoffe, dass euch diese Tipps dabei helfen, die heroischen Events zu aktivieren. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg, gute Drops und weiterhin noch viel Spaß mit Destiny 2. Denkt bitte an das Kanalabo, falls ihr noch keines habt. Macht's gut und bye bye.